Guten Abend miteinander. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke können posten? Wenn nicht, wird es allerdings langsam Zeit. Und ich kann Ihnen einen Besuch im Coop-Center oder in einem der Coop-Warenhäuser wärmstens empfehlen. Bestimmt kommen Sie dort auf eine Idee und finden bei diesem grossen Angebot genau das, was Sie noch suchen. Heute, wo uns immer mehr Tiefkühlprodukte und immer raffiniertere Fertiggerichte zur Verfügung stehen und man auch Frischprodukte möglichst schnell und schonend möchte zubereiten, wäre vielleicht ein Mikrowellenherd, wo das Auftauen und Kochzeit von diesen sogenannten Convenience-Produkten in den meisten Fällen auf ein paar Minuten reduziert, das Geschenk für alle, die sonst schon alles haben. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Backofen funktioniert ein Mikrowellengerät nicht mit Wärme, sondern mit extrem kurzen elektromagnetischen Wellen. Die durchdringen Glas, Porzellan oder Kunststoffgefäß und versetzen Wasser und Fettteile in den Lebensmitteln ins Schwingen. Durch diese Schwingungen entsteht Wärme und Speisen werden gar. Besonders gut fürs Kochen mit Mikrowellen eignet sich Gemüse, weil die Farbe und die Form schön erhalten bleiben. Fisch wird direkt im Teller zubereitet, so geht er beim Servieren nicht auseinander. Man kann aber auch Babynahrung oder Getränke damit erwärmen. Und mit dem neuen Satrap Mikrokombi ist sogar das Backen und das Braten problemlos möglich. Mit einem Mikrowellenherd kann man also Zeit und Geschirr und vor allem bei kleineren Portionen auch gerade noch Strom sparen. Das ist dann das Geschenk. Guten Abend miteinander. Zurzeit gibt es bei Coop wieder frisches, knackiges Sauerkraut, bekannt als guter Vitamin-C-Spender. Ganz im Sinn von einer vielseitigen, abwechslungsreichen Ernährung hat uns die Ernährungsberaterin eine Sauerkrautpastete vorgeschlagen. Den Teig habe ich schon vorbereitet, die Springform damit ausgelegt und aus dem restlichen Teig einen Deckel geformt. Für die Füllung habe ich eine Zwiebel und in Streifen geschnittenes Schäufeli in einem Esslöffel Öl angedämpft und tue das Sauerkraut richtig gut kochen, dass die Flüssigkeit verdampft. Das ist wichtig, weil die Pastete sonst durch den Saft aufgeweicht wird. Wenn die Füllung ausgekühlt ist, die Form damit auslegen. Und dann mit einem Guss aus Eier, saurem Halbrahm, Milch und ein bisschen Muskat übergiessen. Jetzt den Deckel gut andrücken, ein Chemie machen, mit Ei bestreichen und im vorgeheizten Backofen backen. Nach 40 Minuten ist es soweit und Sie können die Sauerkrautpastete zusammen mit dem Randensalat servieren. Viel Erfolg! Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop eine Dose Mondial Ananas an 10 Scheiben für nur 1,20. Waschen eine Rahmglasetorte von Goldstar 3 Franken günstiger für nur 11,90. Und 200 Gramm Vorzugsbutter für nur 2,75. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop Carambol aus Malaysia Stück für nur 1,30. Auf Wiedersehen!